Ich habe am 1. September angefangen, habe ein Ausgangsgewicht gehabt von 113,9 Kilo. Jetzt wiege ich zurzeit 105, 106 Kilo. Ich trainiere 10-mal die Woche. Also ich trainiere Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 2-mal am Tag. Und Mittwoch und Samstag trainiere ich 1-mal am Tag. Also quasi 10 Trainingseinheiten die Woche. Morgens und abends halt Ergometer, also Laufband. Und ja, die Vorbereitung läuft gut. Also viel Fleisch, viel Eiweiß, viel Kohlenhydrate, ein bisschen Fett. Also quasi, ich bin bei 1,5 Kilo Puten oder Hähnchenbrust am Tag, 400 Gramm Reis pro Tag, 50 Gramm Nüsse und 20 Milliliter Leinöl am Tag. Und trinke halt 5 bis 6, 7 Liter am Tag. Also die Vorbereitung mit Manuel Bauer, die funktioniert super. Wir telefonieren öfters. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, rufe ich ihn jederzeit an, kann ich ihn jederzeit anrufen. Und wir sehen uns regelmäßig zum Bodycheck, also alle 2 Wochen mindestens. Trainingsideen, also ich trainiere eigentlich so wie früher. Also ich trainiere hart, ich trainiere viel und ich kann nicht wenig machen. Also ich, im Training muss ich immer alles geben. Und ich neige oft dazu, dass ich halt ein bisschen zu viel mache. Und da sagt der Manuel immer selber, Roland, du machst zu viel hier. Also bremst mich da ein bisschen, ne? Was Training betrifft. Und so die anderen Sachen, also er hat schon richtig Ahnung, ne? Also es passt wirklich gut. Also ich weiß viel, aber er weiß auch noch sehr viel. Wir ergänzen uns echt super. Also ich habe angefangen früher mit dem Kampfsport 1982 und da hat mein Trainer damals gesagt, ich soll ein bisschen mit dem Gewichten trainieren, weil ich zu wenig Kraft hatte und zu dünn war und so kam ich zum Bodybuilding. Also mein erster Wettkampf war 1985, habe ich eigentlich noch Kampfsport gemacht, also Karate Vollkontakt und da haben die Leute gesagt, ich würde aussehen wie ein Bodybuilder und habe ich halt einen Wettkampf mitgemacht. Und das war damals in Bensheim, da war damals in der Jury der Karl-Heinz Becker. Der war damals Weltmeister bei den Senioren, glaube ich. Und da habe ich 67 Kilo gewogen und habe halt Gesamtsieg gemacht. Ne? Also ich habe 3 Anläufe gemacht bei der WM. 1991 war ich Siebter, 92 war ich Vize-Weltmeister und 93 in Korea, in Seoul, war ich bis 90 Kilo, dann bin ich halt Weltmeister geworden. Und da habe ich meine Pro-Card bekommen. Also mein größter Erfolg war die WM erstmal, weil ich wollte immer Weltmeister werden. Das war mein größter Traum. Bin ich halt 93 Amateur-Weltmeister geworden nach ungefähr 8 Jahren Training. Und dann die erste Olympia 94, was war auch einer meiner größten Erfolge und meine größten Wettkämpfe, die ich je gemacht habe, weil da habe ich mich dann mit den großen Jungs gemessen und habe ich dann doch gesehen, dass es doch geht.
Also meine Frau guckt, dass ich genug zu essen habe. Die tut mir alles, also das ganze Essen vorbereiten. Also ich, mein Essen muss ich selber gar nichts machen. Also ich kriege alles hingestellt. Alles abgewogen. Und sie schaut halt, dass ich genug Ruhe habe. Dass ich mich viel ausruhe und ich bin halt noch auch im Studio am Arbeiten, aber halt in der Vorbereitung halt viel weniger. Sie nimmt also sehr viele Sachen ab. Also so ein Team habe ich noch nie gehabt. Also die Unterstützung, die ist echt super. Noch nie gehabt. BCAAs, dann flüssiger Aminonaktentraining, Kreatyl, Arginin und Whey-Protein zweimal am Tag. Und Muscle Shock vom Training. Also direkt vom Wettkampf tue ich dann runterschrauben, die Kohlenhydrate, Eiweiß hoch und eine Woche vorm ungefähr entladen dann und dann wieder aufladen. Wie früher halt. Entladen, aufladen. Also beim Entladen schätze ich ein Beutel Reis am Tag, also 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag höchstens. Ja klar, dann verdopple ich also die BCAAs quasi, nämlich nicht vom Training 10 Gramm, sondern 20 Gramm und das zweimal am Tag, also in Pulverform und direkt nach dem Training halt in Flüssigform. Und dann zum Muskelschutz nochmal Glutamin, 10 Gramm am Tag, also zweimal am Tag 10 Gramm. Ich würde das jedem, der mit Muskeln zu tun hat, Muskel aufbauen will und gut aussehen will, das raten. Ich habe 7 Jahre nicht trainiert und ich bin jetzt wieder voll im Training und das macht so viel Spaß. Bodybuilding ist einfach eins und alles für mich. Und ich würde jedem raten, der mit dem Sport vielleicht mal aufgehört hat oder keine Lust mehr hat oder depressiv geworden ist oder die Flinte ins Korn geworfen, dass er wieder ans Eisen greift und wieder zurück zum Ursprung. Back to the roots.